Leider, leider höre ich mich immer noch etwas nasal an, aber mir geht's so prima, Leute. So gut, dass ich ein Video pro Tag drehen kann und den Rest des Tages im Bett liege. Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Letztes Mal habe ich ja ein Video gedreht zu den 5 Produkten, die sich wirklich bei MAC lohnen. Und ganz, ganz viele haben unten in den Kommentaren geschrieben, dass ich das Ganze bitte auch mit Benefit machen soll, weil ich Benefit-Produkte doch schon öfter verwende in den Videos. Manchmal, glaube ich, zeige ich euch Benefit-Produkte eigentlich schon. Es gibt auf jeden Fall so einige Produkte von Benefit, wo ich wirklich sage, ja, es lohnt sich, die von Benefit zu holen und nicht irgendwie woanders. Und es gibt aber auch Produkte, wo ich sage, ihr könnt euch da auch ruhig die Alternativen holen. Und diese Sachen möchte ich euch heute vorstellen. Es sind insgesamt 5 Produkte. Ich würde sagen, ich kenne das Benefit-Sortiment ziemlich gut, weil ich ziemlich oft zu Events eingeladen werde und wirklich das ganze Sortiment eigentlich schon mal benutzt habe. Deswegen kann ich für mich schon ganz genau entscheiden, wo lohnt es sich wirklich, mehr Geld zu investieren und dann ein Benefit-Produkt zu holen. Ich persönlich liebe die Marke Benefit. Ich habe einen Benefit-Spiegel, wie ihr sehen könnt. Ein Benefit, weiß ich nicht, Bademantel. Also ich habe extrem viel von Benefit. Ich habe ein Kissen von denen. Und wir starten mal mit dem Video. Und zwar fangen wir natürlich ganz, ganz unten an. Ich persönlich muss sagen, mir gefällt gar keine Foundation bis jetzt. Aber was für mich heraussticht bei den Sachen, ist die Erase Paste von Benefit. Also wenn ich das hier auftrage, kann ich alles in meinem Gesicht mit abdecken. Ich habe ja eigentlich eine relativ gute Haut. Das Einzige, was man zum Beispiel in der Kamera nicht sieht, ist, dass man meine ganzen blauen Äderchen durchsieht. Und wenn ich das nicht komplett abdecke, sehe ich ganz schnell krank aus und müde. Ich sehe wirklich einfach nicht gesund aus und das sieht man halt einfach nur im Real Life. Und wenn ich mal wirklich alles komplett abgedeckt haben möchte, dann benutze ich die Erase Paste. Ich habe die Nummer Farbe, ich habe die Farbe 2 und tendiere aber schon so ein bisschen zur Farbe 3. Deswegen bin ich gerade am überlegen, ob ich mir noch die 3 zulege. Das trage ich dann über meiner Foundation auf, im Dreieck, unter meinem Auge und überall dorthin, wo ich das noch brauche und verblende das Ganze mit dem Beauty Blender, der ein bisschen angefeuchtet sein soll. Und nachdem ich Puder und so weiter aufgetragen habe, komme ich zu den Augenbrauen. Und hier habe ich sehr, sehr lange überlegt, ob ich den denn wirklich mehr mag von Benefit als den von NYX. Und zwar geht es um die neuen Augenbrauenprodukte von Benefit, die es jetzt schon seit ungefähr einem Jahr gibt, einem Dreivierteljahr. Es sind diese neuen Augenbrauenstifte. Davor mochte ich die Augenbrauenprodukte von Benefit gar nicht. Aber dieser Augenbrauenstift hat es mir angetan. Der hat so eine ganz, ganz dünne, feine Spitze hier oben. Und ich habe wirklich überlegt, mag ich den jetzt von NYX mehr oder mag ich den von Benefit mehr? Und ich muss tatsächlich sagen, ich mag den von Benefit so einen ganz, ganz kleinen Tick mehr. Ob ich mir den jetzt nachkaufen würde, ist eine andere Frage, weil ich die immer geschenkt bekomme. Aber ich denke, ihr könnt hier ganz gut nachvollziehen, was ich meine. Es gibt manchmal so Produkte, da habt ihr immer die Alternativen davon. Aber mögen im Inneren tut ihr immer das teurere Produkt oder dieses eine Produkt, was ihr euch nicht nachkaufen könnt. Und genau das ist der Fall bei diesem Augenbrauenstift. Und ich mag auch nur diese Augenbrauenstifte mit dieser ganz, ganz dünnen Spitze und nicht mit dieser breiten Spitze. Es gibt den auch nochmal so breiter halt. Und ich habe hier die Nummer 3 und ich finde, der ist einfach, wenn man den aufträgt, ist er eigentlich komplett schon verblendet, ohne dass man da noch viel machen muss. Und bei dem NYX Augenbrauenstift muss man noch so ein bisschen nachhelfen. Es ist hier wirklich so eine Gemütlichkeitssache. Ich freue mich einfach innerlich mehr, wenn ich den von Benefit verwenden kann, auch wenn ich weiß, dass ich nicht so oft dafür Geld wirklich ausgeben würde. Ich finde, der macht einfach so richtig tolle, weiche, naturgetreue Augenbrauenhärchen. Und ich weiß nicht, ich kann damit einfach meine Augenbrauen super toll nachformen. Falls ihr mein letztes Video gesehen habt, wo ich von PR-Agenturen, die mir immer was zuschicken, Boxen aufgemacht habe, habt ihr vielleicht gesehen, dass Benefit auch neue Lidschatten rausgebracht hat. Also ganz ehrlich, ich bin von den Benefit-Lidschatten eigentlich leider nicht überzeugt. Deswegen lassen wir das hier aus und ich benutze eine andere Lidschattenpalette und habe dann schon Lidschatten drauf. Denn wir kommen jetzt zum nächsten Schritt und zwar Mascara. Und ich liebe Benefit-Mascaras wirklich übertrieben. Das sind so tolle Mascaras. Ich finde aber, wenn ich entscheiden müsste zwischen die Their Real Mascara und der Roller Lash Mascara, finde ich die Roller Lash Mascara viel besser, weil die ein weicheres Ergebnis hat. Also die Wimpern sind nicht ganz so starr wie bei der Their Real Mascara, sondern so ein bisschen flexibler, einfach ein bisschen natürlicher, aber trotzdem voluminös und lang. Leider ist meine Roller Lash Mascara seit ungefähr 2 Monaten alle und ich benutze jetzt immer die Their Real Mascara, auch eine super Mascara, hat eigentlich fast das gleiche Ergebnis, obwohl die macht so ein bisschen mehr Definition. Die Roller Lash Mascara macht mehr Volumen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich auf jeden Fall sagen, die Roller Lash Mascara, die liebe ich total, die
Ich weiß nicht, die ist auch irgendwie so ein bisschen handlicher, weil ich dann besser an meine Wimpern rankomme durch die gebogene, geschwungene Form. Ich finde auch die Roller Lash Mascara ist vor allem handlicher, weil ich damit irgendwie ein bisschen besser an meine Wimpern rankomme. Keine Ahnung. Aber die The Real Mascara finden einige dann doch ein bisschen besser, wenn ich jetzt mir so die Kommentare mal durchlese unter diversen Videos. Weil vorne hat die noch so eine Art Kügelchen, also keine Kügelchen, aber so eine Abrundung, wo die Mascara-Borsten nochmal so in alle Richtungen gehen, sodass man wirklich an jede einzelne Wimpern kommt. Aber meine Augen sind halt so klein, dass dieses Kügelchen hier vorne einfach schon zu groß ist und ich nicht ganz so gut damit rankomme. Deswegen muss ich dann immer mit einer anderen Mascara nachhelfen. Aber ansonsten schaut euch unbedingt die Benefit-Mascaras an. Die haben echt extrem gute Produkte da. Dann kommen wir auch schon zum Gesicht. Ihr wundert euch vielleicht, dass ich nicht die Professional euch vorgestellt habe. Das ist so ein Primer von Benefit, der eigentlich ultra beliebt ist. Ich mag den gar nicht. Ich finde den viel zu. Ich mag diese Konsistenz nicht von diesem fluffig-schaumigen Gefühl auf der Haut, das irgendwie passt das einfach nicht und bei mir pellt sich die Haut danach immer, also das Produkt wird nicht richtig absorbiert von meiner Haut. Ich mag eher diese Silikon-Gel-artigen Primer. Aber Leute, meine Schwester liebt den Professional. Meine Meinung ist nicht das Nonplusultra. Es gibt die einen und die anderen und die einen mögen Professional und die anderen, so wie ich zum Beispiel, mögen nicht Professional. Weiter geht's. Also, bei dem Gesicht habe ich hier den Hoola Bronzer und hier auch wieder so ein Produkt, wo ich nachgedacht habe, nehme ich den jetzt mit rein oder magst du den einfach nur, weil du den gerade einfach die ganze Zeit benutzt? Nein, Leute, ich mag den wirklich. Ich habe einen Bronzer von Urban Decay, ich habe einen von Guerlain, ich habe noch ganz, ganz viele andere High-End-Bronzer und ich weiß nicht, irgendwie zaubern die alle kein weiches Ergebnis oder ich bin einfach zu blöd dafür, die anzuwenden. Aber den finde ich zum Beispiel noch so ein kleines Ticken besser als den MAC Harmony, den ich euch ja im anderen Video vorgestellt habe, wo ich die 5 besten MAC-Produkte euch vorgestellt habe. Link in der Infobox natürlich. Aber der Hoola Bronzer ist der schönste, sanfteste, weicheste Bronzer, mit dem man sogar auch ein bisschen konturieren kann. Und ich weiß nicht, wenn es schnell gehen muss, dann nehme ich immer den mit so einem richtig großen Pinsel, mache so ein bisschen Kontur rein, modelliere mein Gesicht ein bisschen und wärme den auch ein bisschen damit auf, dass ich so ein bisschen sonnengeküsster aussehe. Und ich liebe den Hoola Bronzer einfach. Das nächste Produkt kommt auch wieder in so einer Schachtel und zwar ist es ein Rouge. Und Benefit hat so tolle Wangenfarben. Ich weiß nicht warum, aber die Farben gefallen mir total. Also die sagen mir so zu, ich mag die Farbintensität, ich mag die Farbabgabe und ich mag auch die Textur der pudrigen Formeln. Mir persönlich hat es das neue Blush von Benefit angetan und zwar die Farbe California. Nicht nur, weil die Verpackung ultra schön aussieht, sondern weil es eine Mischung aus Pfirsich und Korall ist mit so ein bisschen Schimmer und Highlighter drin. Und alles, was schimmert und glänzt, zieht mich irgendwie so automatisch an. Ich habe den ungefähr seit Dezember und den benutze ich ungelogen ziemlich oft. Also neben dem Hourglass Rouge benutze ich den fast täglich. Also wenn ihr sanfte Rougefarben mögt, die trotzdem auf der Haut sichtbar sind, manchmal ist es auch so, ihr habt so einen super schönen, leichten, natürlichen Ton und irgendwie tragt ihr den auch und man sieht trotzdem nichts. Das passiert mit den Benefit Blush Farben überhaupt nicht und der riecht auch noch richtig gut. In dem Video, wo ich euch die neue Benefit Produkte Box aufgemacht habe, waren nicht nur diese komischen Lidschatten drin, sondern auch Lippenprodukte und ich war ja noch nie so ein Fan von den Benefit Lippenprodukten. Ich mochte den Benetint so lala, weil der einfach super praktisch war und sehr natürlich. Aber bei den Lippenstiften hat es mir nie irgendwie so einen Lippenstift wirklich angetan. Aber die neuen Lippenstifte müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Das sind diese Ombre-Lippenstifte, die sozusagen hier vorne so eine dunklere Spitze haben und die Mitte ist einfach so ein hellerer Ton. Und das gibt es halt in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier so einen Orangeton genommen, den ich richtig schön finde und sehr, sehr passend auch jetzt für den Frühling, Sommer, vielleicht hoffentlich bald. Und ich dachte erst, die lassen sich gar nicht gut auftragen, beziehungsweise sind voll unpraktisch. Aber wenn man das richtig aufträgt, also wirklich von der einen Seite und dann von der anderen Seite und dann umdrehen und nochmal hier so von der einen Seite und von der anderen Seite, dann kriegt man ein richtig gutes Ergebnis und man kann damit die Lippen auch super gut damit umranden direkt. Das hält sehr gut, hält die Lippen auch schön geschmeidig, es sind wunderschöne Farben mit dabei. Und meine Lieblingsfarbe ist Flame Game. Einfach, weil ich so ein Orange eigentlich ganz toll finde. Und ich finde, so Orangetöne passen eigentlich ganz gut so zu meinem Hauttyp.
Aber bei dem Produkt habe ich für euch eine Alternative. Und zwar gibt es von Catrice auch diese Ombre Lipsticks. Die wirken nach dem gleichen Prinzip, haben fast die ähnliche Textur. Nur, dass der von Benefit noch so einen Ticken länger hält, weil der nicht ganz so cremig ist wie der von Catrice. Also, falls ihr das cool findet mit dem Prinzip, dass ihr Lip Liner und Lippenstift in einem drin habt, dann schaut euch mal die von Catrice an. Und wenn ihr die auch wirklich regelmäßig verwendet und da was sucht, was ein bisschen länger haltbarer ist, dann schaut euch die von Benefit an. Ansonsten ist das dann der fertige Look, den ihr hier gerade an mir seht. Ich mag den total, ich liebe die Produkte davon. Die Produkte sind in regelmäßiger Verwendung. Und jetzt möchte ich natürlich auch nochmal von euch wissen, was eure liebsten Benefit-Produkte sind oder welche Produkte auf eurer Wunschliste ganz oben stehen oder ob ihr generell so ein bisschen mit Benefit zu tun habt. Wie ihr so die Produkte findet, das würde mich mal mega interessieren. Dann können wir auch so ein bisschen uns austauschen in den Kommentaren, uns ein paar Tipps geben. Das hat nämlich letztes Mal richtig gut geklappt bei MAC. Auch so voll interessant, was ihr so zu empfehlen habt oder was ihr zum Beispiel gar nicht mögt. Und dann kann man immer so die Erfahrungen untereinander austauschen, damit am Ende auch die Kaufentscheidung so ein bisschen besser gelingt. Wenn euch das Video gefallen hat und für mehr Videos solcher Art, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, die Vorschläge abzugeben, zu welcher Marke ich das nächste Video dazu drehen soll. Hier findet ihr dann die 6 besten Produkte von MAC und hier das PR Box Opening Video, wo ich euch die Produkte vorstelle, die mir so ab und zu mal zugeschickt werden. Und dann würde ich jetzt mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!